Hallöchen Leute und somit natürlich auch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier Funville Show, Survival Games und so. Und die Map Futuristic City, richtig lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich mich hier gut schlagen werde. Wow, 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 ich hatte irgendeinen Speed gerade bekommen, hatte ich den Eindruck. Und gutes Zeugs auf jeden Fall schon mal bekommen. Läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Wundert mich nur, dass man jetzt hier irgendwie so einen Speedbuff oder sowas hat. Hatte man doch sonst nie. Also ich fühle mich gerade, als würde ich irgendwie schneller laufen. Aber habe ich eigentlich nicht. Sehr, sehr merkwürdig. Keine Ahnung, wieso ich das gerade gedacht habe. Naja, ist ja auch wurscht. Uns folgt zumindest keiner. Und ich habe heute auch ein Thema anzusprechen. Und zwar ein sehr, sehr interessantes für euch wahrscheinlich auch. Für mich allemal. Denn ich bin nun YouTube-Partner. Und es ist ja was, was ich vor... ja, meinem Kanalstart niemals gedacht hatte, dass es mal so weit kommen könnte und kommen wird. Also das ist echt krass und ja, ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Und letzten Endes haben mich mehrere Leute überzeugt und ich habe mich wirklich intensivst damit beschäftigt. Und ja, jetzt bin ich YouTube-Partner, also bei MediaCraft in dem Netzwerk MediaCraft Talents, also so eine kleine Förderung. Das heißt, ich bekomme auch Geld dafür. Also das wird auf jeden Fall jetzt nicht meinen Content irgendwie ändern, dass ich dafür Geld bekomme. Also die Titel bleiben wie immer so, wie sie sind. Und ja, des Weiteren muss ich jetzt erstmal hier den Fight gewinnen. So, aber läuft ja. War aber eng. Aber die Titel, die bleiben so wie immer. Also da wird sich nichts ändern. Ich werde einfach so weitermachen, nur ich bekomme da halt ein bisschen Geld für. Für jede Werbung. Das heißt, wenn ihr Adblocker drin habt, bekomme ich gar nichts. Deswegen wäre es schöner, kauft ihr besseres Internet. Geht leider nicht. Ich kann nichts Besseres. Also so Leute verstehe ich dann schon wieder nicht. Ich habe dich fair weggebettelt. Naja, egal. Und wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Naja, ist ja auch egal. Ach ja, ich war bei Partnerschaft. Ja, ich bekomme Geld pro gesehene Werbung. Das heißt, wenn ihr Adblocker drin habt, bekomme ich nichts. Wenn ihr ihn rausmachen möchtet, fände ich super cool. Würdet ihr mir halt schon ein bisschen was an Unterstützung zurückgeben. Also zumindest viel. Ja, eigentlich schon sehr viel. Das kostet euch nichts und es gibt mir was. Ist doch eigentlich super, oder? Naja, ich... werde da eigentlich zu nichts mehr zu sagen zu Adblock und sowas. Das muss ja auch jeder selbst für sich entscheiden. Nur um mich zu unterstützen, wäre das natürlich super geil. Und auch um andere YouTuber zu unterstützen, könnt ihr das natürlich auch gerne bei denen machen. Weil das hilft den Leuten wirklich ungemein. Und YouTube natürlich auch. Es ist ja kostenlos. Ihr könnt ja immer gucken, wann ihr wollt. Es ist völlig kostenlos. Ihr braucht einfach nur Internet. Und das ist ja heutzutage fast schon Standard. Oder es ist Standard. So. Und jetzt habe ich ein Problem. Okay, den habe ich absolut nicht gesehen. So, happen. Wow, da war ich aber gerade kurz unter Strom. Weil es sah ja so aus, als würde er mich snacken. Aber ich habe noch gekriegt, zum Glück. Und gut, Stuff hatte er aber jetzt wirklich nicht so dabei. Schade. Naja, juckt ja auch nicht. Aber mich freut das schon. Also Vorteile habe ich dann natürlich auch. Also ich werde da mich etwas mehr vernetzen mit anderen YouTubern von dem Netzwerk. Und ich bin gespannt. Sie helfen mir natürlich auch bei technischen Fragen, bei Urheberrechtsfragen und so weiter. Also da ist halt ein Support. Und es wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin mal ganz gespannt. Ich gehe da wirklich mit gemischten Gefühlen rein. Weil ich weiß überhaupt nicht, was mich da erwarten wird. Und ich freue mich aber auch irgendwie da drauf. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig, hoffe ich zumindest. Assi, Assi, Asso, Assi, XT, sorry. Okay. Wissen wir Bescheid. Oh, jetzt müssen wir mal hier schauen. Übrigens, zum Thema Facecam kann ich euch auch noch beruhigen. Kommt jetzt nach dieser Folge, in den nächsten Folgen, kommt immer Facecam. Ja. Ich weiß nämlich nun, wie das funktioniert mit der Facecam. Also ich habe da verschiedene Einstellungen jetzt vorgenommen.
Das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich kriege es auch synchron, weil die letzten Videos, die ich jetzt so gemacht habe mit der Facecam, die waren ja jetzt nicht so synchron. Das ist mir aber auch erst nachher aufgefallen. Und ich habe es auch wirklich nicht besser hinbekommen. Also, aber jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und ich denke, dass in den nächsten Tagen dann nur noch Facecam kommen wird. Und ich habe auch vor, wieder ein bisschen was Altes neu zu machen im Grunde. Also Modvorstellungen. Hatte ich ja vorher sehr, sehr erfolgreich gemacht. Und ich habe so eine Lust schon seit, ungelogen, seit 2, 3 Monaten da drauf. Aber es ist halt mega Aufwand, das alles rauszusuchen und so weiter. Und deswegen kam ich auch nie dazu. Und deswegen, ich muss halt gucken, wie es zeitlich aussieht, um das zu machen. Oh, ich dachte, da käme irgendwie einer. Da muss ich halt immer zeitlich gucken, wie das klappt mit den Modvorstellungen. Ansonsten kann ich das leider nicht machen, wenn ich keine Zeit habe. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber man kann das schon irgendwie hinkriegen. Ich kriege es irgendwie sowieso immer irgendwie hin. Von daher schaffe ich das auch irgendwie. Und zum Thema Server vorstellen muss ich mal gucken, ob ich noch welche mache. Weil die ja schon, die geben zwar ziemlich viele Aufrufe und so weiter, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Zeit ist irgendwie raus mit den Servern. Es gibt zwar immer noch viele coole Server, das streite ich auch überhaupt nicht ab. Aber die Sache ist halt die, wer geht heutzutage noch so auf den Server? Also ich definitiv nicht. Und deswegen ist das auch eher uninteressant für mich. Weil wenn, dann möchte ich da ja auch selbst so ein bisschen drauf zocken. Nur vorstellen finde ich auch wieder ein bisschen blöd. Ist ja auch irgendwie scheiße, ne? Muss ich mal gucken. Aber grundsätzlich hätte ich da nichts gegen. Es muss halt nur irgendwie nochmal was passieren, so in der Minecraft-Server-Welt, dass da nochmal gute, ja, normale Server rauskommen. Momentan sind für mich einfach nur Gomme, Funwell und halt verschiedene größere Minecraft-Server attraktiv. Der Rest, den kannst du knicken. Ja, so kann man es im Grunde genommen sagen. Leider ist das so, aber irgendwie kommt ja auch gerade kein Gegner. Und so ist das auch mit den Servern. Es kommen einfach keine neuen dazu. Und das ist sehr schade immer. Und ja, hier ist wirklich nirgendwo einer. Also ich bin jetzt hier fast schon um die halbe Map hier gelaufen. Und irgendwie ist hier nichts. Aber warum? Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt noch alles mit den Minecraft-Servern und so weiter. Also es ist ja alles super interessant. Generell die Gaming-Branche, das ist ja Wahnsinn. Naja, da kann man Stunden drüber labern. Und ich will jetzt einfach nur diese Runde hier gewinnen. Ich will sie einfach gewinnen. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr eigentlich davon haltet, dass ich jetzt YouTube-Partner bin, dass ihr da Werbung. Oh ja. Dass ihr da Werbung vor meinen Videos und ich glaube sogar auch in den Videos, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, das kann man einstellen. Da habt ihr da diesen kleinen Banner unten, der in den Videos ist. Ja, den kann man eben wegixen, mehr ist da nicht. Okay. Da haben wir doch einen gesehen, den verfolgen wir direkt. Bogen habe ich leider nicht. Eisen? 3 Eisen, ja gut. Ich habe ja eh schon Eisenschwert. Dias wären vielleicht auch nicht schlecht. Dann kann ich mir ein Dias-Schwert machen. Da hinten den Typ. Den knüpfe ich mir mal vor. Knöpfe ich mir mal vor, nicht knüpf. Ach du Scheiße. Upsa. Ich glaube, der hat mich noch gar nicht gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Da hat er direkt eine Schelle bekommen. So, jetzt hinterher, hinterher, hinterher. Den kriegen wir schon noch. Hoffe ich zumindest. Ansonsten wäre das sehr schade, wenn der jetzt nur weglaufen würde. Wow, der leckt aber ganz schön. Lucky Plate. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ja. Das wollte man doch irgendwie vermeiden. Okay, er muss sogar was essen. Das war natürlich jetzt Glück für mich. Bogen wäre jetzt wirklich von Vorteil. Wo ist er hin? Der kommt auf einmal von unten. Kam der denn auf einmal von unten? Kann mir das mal einer erzählen? Alter Schwede.
Oh, das war nicht gut von mir. Ja, da kann er mich dann nämlich noch mal hitten. Oh, was spiele ich denn jetzt hier gerade? Jetzt bin ich gerade echt schlecht. Okay. Ich sehe dich, Bursche. Konnte er mich da jetzt schon wieder hitten? Da verstehe ich nicht ganz. Er kann mich jetzt ruhig die ganze Zeit verfolgen. Das wäre nicht mein Problem. Wie kann der mich hitten? Ich verstehe es nicht. So schnell kann man auch wieder die Blätter drehen. Zack, drei Hits mitgegeben, mein lieber Mann. So schnell kann es gehen, Leute. Einfach mal ein bisschen hitten. Und schon hat der Gegner wieder Probleme. Haha. Ja, spannend auf jeden Fall gerade, würde ich schon sagen. Aber was macht der denn jetzt? Kann er nichts mehr machen. Wenn ich jetzt natürlich am Land bin, eher im Wasser, habe ich natürlich einen riesen Vorteil, ne? Ist natürlich klar. Kann dann im Grunde genommen nichts machen. Mit Eier nehme ich mal noch. Ja, er kann nichts machen. Leider habe ich keine Angel oder so. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, da habe ich ihm Crit, glaube ich, gerade gegeben. Jawohl! Habt ihr das gesehen, Leute? Das war doch krass. Ha. Geile Attacke. Einmal auf die Seerose gejumpt und dann Weitersprung auf ihn drauf. Ich würde sagen, das war nice played, ein bisschen mit Geduld. Aber muss ja auch schon mal sein. Definitiv. Und ja, ich kann schon sagen, das war geil. Das hat Spaß gemacht. Nicer Fight auf jeden Fall, aber er hatte auch leider keinen Bogen. Ah, sonst hätte er ihn wahrscheinlich benutzt. Naja, egal. Alle Kisten wurden befüllt, deswegen müssen wir irgendwie mal zusehen, dass wir hier irgendwie in Spawn näher kommen. Ist mir jetzt Full Eisen? Boah, krass, Full Eisen. Eisenschwert, es läuft, Leute, es läuft. Es läuft richtig hart, würde ich sagen. So, jetzt muss ich nur irgendwie. Der Spawn, der liegt ja sehr, sehr weit oben irgendwo. Und ich habe auch Essensprobleme, merke ich gerade. Okay, ich habe noch 12 verrottetes Fleisch, aber naja, ich mag verrottetes Fleisch nicht so. Wer mag schon verrottetes Fleisch? Also ich nicht. Deswegen wäre. Och, da werde ich gerade noch in Steam zugespammt. Och ja. Habe ich vergessen, mich da eben noch auf Offline zu stellen. Aber alles gut. Alles gut. So, aber jetzt sind wir schon mal in Spawn-Nähe. Ich muss hier trotzdem mal irgendwas futtern. Und dann muss ich direkt mal irgendwas craften. Am besten bei der Spawn-Werkbank. Weil ich da hundertprozentig weiß, dass da ein ist. Sonst weiß ich das leider nicht so. Und ich muss jetzt hoffen, dass hier auch wirklich keiner ist, irgendwie. Es leben ja immerhin noch ein paar. Aber wo ist denn jetzt. Das ist doch in einer dieser großen. Boah, ich dachte schon, hinter mir wäre irgendwie einer, aber es waren meine eigenen Schritte. Oh doch, da ist tatsächlich einer. Was war das denn, mein. What the fuck? Server-Lag des Todes. Server-Lag des Todes. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr diesen Server-Lag gesehen? Da lag. Oh mein Gott. Ich war ja irgendwo hin teleportiert worden. Alter Schwede, was war das? Das war ja schon ziemlich abnormal. Eine Angel haben wir auch, ey, nice. Ich würde mal vorschlagen, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Essen bekommen dadurch, gerade, dass wir den da gesnackt haben. Wetten, die anderen sind Team. Ja, das kann sein. Zucker, Susi und Evo Plays. Aber wäre natürlich nicht so schön. Oh, Deathmatch in 30 Sekunden. Okay. Sollte ich mich jetzt schon mal drauf vorbereiten. Leider nur einen Diamanten. Und sonst halt voll Iron. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ups, wollte ich gar nicht wegschmeißen. Müssen wir mal gucken hier.
Er schießt mit dem Bogen, der Kollege. So, komm her. Und da hat er mich irgendwie gekillt. Ich weiß es auch nicht. Naja, wir gucken uns gerade mal noch das Deathmatch an. Also die letzten Kämpfe. Oh, hier, hier, Schwert. Und Bogen ist natürlich ein Vorteil. Und es sieht wirklich so aus, als wäre es tatsächlich ein Team gewesen, weil sie gehen beide auf den einen Typen. Das finde ich natürlich nicht so schön, Leute. Normal ist doch im Deathmatch hier oben immer dieser verwischte Name. Verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Aber da haben sie sich gerade einmal gehittet. Komm, Leute. Ey, den hättest du killen können. Du hast doch ein Dia-Schwert. Och. Aber schön. Ja, jetzt wird er auch drauf gehen. Ah, das ist tatsächlich ein Team. Ja. Jupp. Finde ich ein bisschen blöd, wenn man teamt. Jetzt hitten sie sich. Okay. Ja, Evo Place hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Aber im Deathmatch zu teamen, das bitte nicht. Das macht man nicht. Ansonsten ist das ja in Ordnung. Ich mag es zwar auch nicht, aber hey. Ich mach's ja auch gerne mal. Ja. Okay, ja, das war auf jeden Fall jetzt eine ja, sehr gediegene Runde, würde ich mal sagen. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und schreibt auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das findet, dass jetzt immer Facecam kommen wird. Oh, Mann, meine Stimme. Und schreibt eure Meinung dazu, was ihr davon haltet, dass ich jetzt bei MediaCraft Talents im Netzwerk bin. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin. Ciao, Leute.